wo ich auch sagen kann, ja, mache ich oder so, ja. Wie zum Beispiel, wenn du aufnimmst, lass die Katze draußen. Ich meine, ich habe schon öfters gesagt, ab sofort lasse ich die Katze immer draußen, aber gehalten habe ich mich, glaube ich, nur dreimal dran. Ja. Naja. Oder zum Beispiel, sag mal, pass mal auf, du sagst viel zu viel M. Ja, kann natürlich auch sein, dass euch das stört oder dass sie sagt, guck mal, dass du nicht so viel diese Unterbrechung hast, sondern dass du mehr Fluss in die Spiel in das Reden reinkriegst. Oh, das wird eng. Gas gerade mit Bremse verwechselt. Das ist gar nicht gut. Aber ihr wisst ja, was ich mit Kritik meine, wo ich auch sagen kann, ja, okay, mache ich das. Da gucke ich, dass ich ja besser werde oder so. Oder dass ich das verbessere. Wisst ihr? Also nur konstruktive Kritik. Nicht so, du bist scheiße. Mann, bist du schlecht oder so. Okay, von dem ich zwei Binzer. Die, das da könnt ihr ruhig lassen, ne? Ich kenne den. Der hat mir unter anderem auch vorhin in WhatsApp geschrieben, ob ich in MW3 klaren will. Wo habe ich heute nur zurückgeschrieben, wie der heißt, ja? Schreibt er bei MW3. Ich habe dann nochmal zurückgeschrieben, wie heißt der? Scheiße, ey. Das war jetzt doof. Komm da gar nicht rum. Die Auffahrt ist nicht LKW-freundlich. Das müssen wir in Ramsauer sagen. Ach nee, halt. Das ist nicht Deutschland. So, nach links gucken, links rausblinken. Und 110 sind erlaubt. Ach ja. Aber mit dieser Kunst, also mit der Kritik, weil, also ihr könnt auch sehen, wenn einige Leute schreiben, ja, du bist scheiße und so, werf mal bei K in deiner KD besser oder so, ja, dann schreibt ein, dann schreibt mich an, dass der und der das geschrieben hat, oder, dann wird er natürlich geblockt, weil KD oder so, aber wenn ich mich da nicht dran verbessere, ja. Wow, wie schlimm. Hauptsache, ihr habt Spaß beim Zusehen, oder? Ich sag auch immer, was bringt einem KD, wenn man keinen Spaß hat? Ich meine, klar, wenn du ganz oben auf der Liste da stehst, dann freust du dich natürlich, ja. Habe ich schon so einem Kumpel von mir gesagt. Aber das bringt dir auch nichts, wenn du wirklich nach einer Zeit halt keinen Spaß mehr empfindest da dran. Zum Beispiel, ihr wisst, ich reg mich ja auf bei MW3 über die ganzen Idioten auch. Bei Battlefield wiederum nicht, aber MW3 und Battlefield bin ich wirklich nur gerade der Beste, ja. Hab ich auch nie behauptet, dass ich da richtig gut wäre. Aber okay, es ist auch für mich sehr peinlich auf bei Battlefield auf normal direkt in den ersten Missionen zu verkriegen. Das ist sehr peinlich. Naja. Da habe ich, als das erste Mal passiert ist, habe ich mir auch gedacht, das kann aber auch nur in der Aufnahme passieren. Ja. So war es ja auch. Das ist mir wirklich nur in der Aufnahme passiert und ja, naja, wie man's nimmt. Jetzt fahren wir durch die Nacht. Wir fahren durch die Nacht. Nein, ich fange nicht an zu singen. Lieber nicht.
Ach, noch 4 Stunden Fahrt, ey. Aber jetzt im Ernst, ich werde gerade wirklich müde. Wir haben, Moment, 11. Hoppala. Wir haben 11, ja. Seit einer Minute haben wir, also wir haben jetzt 22:59 Uhr. Ne, jetzt haben wir 23 Uhr am 13. August. Noch 13. August. Ja. Naja, passiert. Normalerweise, ich weiß gar nicht, normalerweise würde ich da noch zocken oder bisschen Fernseh gucken, aber irgendwie, ich bin gerade so müde. Das Gehen steckt an. Ruhig, ruhig, ruhig. Ruhig. 90 sind hier. 70. Bei Lilie. Ach ja. Bei der Darmstädter Lilie. Aber ich glaube, ich fahre hier jetzt an den Rand. Halte jetzt gleich meinen Rand. Natürlich auch. Nein, ich guck mal. Ich gucke mal. M für Map. Kommt da jetzt. Da kommt eine Tanke. Nee. Komm, ich fahre hier ran. Ich fahre hier ran. Bremse schön runter. Mach's Auto aus. Und ja, damit würde ich mich bedanken fürs Zusehen und ich schalte es auch das nächste Mal wieder ein. Und empfehlt mich weiter. Ich würde mich sehr freuen, da ich es halt wirklich geil fände. Ja? Ihr wisst, was ich meine. Also, bis dahin. Tschüss.